Okay. Ja, für den nächsten Beitrag darf ich Karin Dengler und Claudia Mewald von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich ankündigen. Sie werden uns in ihrem Beitrag Code Story, märchenhafte Informatik, zeigen, wie man programmierbare Roboter mit der Methode des Storytellings verbinden kann. Und ich freue mich schon sehr auf diesen Beitrag und darf euch gleich bitten zu beginnen. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns auch sehr, dass wir hier sind und unser Projekt Code Story vorstellen dürfen. Ja, das ist ein Projekt, das sich eben mit der Entwicklung des informatischen Denkens in Verbindung mit kreativen Erzählprozessen vor allem in der dritten und vierten Schulstufe auseinandersetzt. Zumindest da haben wir es durchgeführt. Ja. Der Bedarf, digitale Bildung im Bildungssystem schon von Beginn an zu integrieren, ist ja heutzutage unbestritten. Und gerade informatische Bildung bildet auch einen wichtigen Bestandteil davon. Und eine Verortung im Lehrplan der Primarstufe ist ein wichtiger und wesentlicher Schritt dahingehend. Das bringt aber natürlich auch ganz klar eine Forderung von didaktischen Ansätzen und umsetzbaren Methoden gerade zur Einführung der informatischen Bildung mit sich. Ja, und informatische Bildung soll sozusagen den Grundstein für kreatives und auch für problemlösendes Denken legen. Und das möchten wir gerne schon ab der Primarstufe, das soll auch bereits ab der Primarstufe vorkommen. Ein Begriff, der damit in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist der des Computational Thinking. Und das wird auch als informatisches Denken übersetzt, wobei dieses Computational Thinking eigentlich noch viel mehr ist. Also es wurde sehr populär geprägt von der Janet Wing. Und die spricht sich halt dafür aus, dass es nicht nur im Informatikbereich verortet ist, sondern dass es vor allem auch dazu dient, um auch alltägliche Probleme lösen zu können, also um eine Problemlösekompetenz zu erwerben. Was ist damit gemeint? Dass ein Problem zunächst einmal in kleinere Einheiten zerlegt wird, dann wird nach bekannten Mustern für Lösungsstrategien gesucht. Ja, und die Konzentration liegt dabei, aber auf ganz wichtigen Details dieses Problems und irrelevante Informationen sollten da eher ignoriert werden. Also die Abstraktion steht da auch im Fokus. Und dann sollten eigentlich einfache Schritte und Regeln zur Lösung von kleineren Problemen entworfen werden. Ja, das klingt jetzt einmal sehr theoretisch. Und wie kommt dieses theoretische Computational Thinking, dieses problemlösende Denken nun auch in die Schule? Man muss bedenken, es sollten aber gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Die SchülerInnen sollten begeistert werden. Dann unsere wichtige Aufgabe ist es natürlich dabei, zur Einführung informatischer Bildung beizutragen. Möglichst fächerübergreifend, was ein großer Vorteil der Primarstufe ist. Und am besten mit einer ganz einfachen Methode, die auch von allen Lehrpersonen verwendet werden kann, die mit Informatik gar nicht viel am Hut haben. Ja, und eine Möglichkeit, die sich dazu bietet, sind die programmierbaren Roboter. Weil damit eben problemlösendes Denken im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar gemacht werden kann und weil sie auch durch konkrete Anweisungen sofort mit der Umwelt interagieren, hoffentlich auch so immer, wie sich die Kinder vorstellen. Und sie sind für die Kinder auch weniger abstrakt als ein Computer. Und was ganz wichtig auch ist für die Primarstufe, sie ermöglichen spielerische Aktivitäten. Ein paar Beispiele dieser programmierbaren Roboter
Perspektive sieht man da auf dem Bild, sind uns ja manche sehr gut vertraut. Ich denke, die Bebots kennt schon jeder Mann, jede Frau. Wir beschäftigen uns aber in unserem Projekt vor allem mit Osobots. Da gibt es zwei verschiedene Varianten, den Osobot Evo und den Osobot Bit, die sich in ihrer Funktionalität und auch im Preis unterscheiden. Ich denke mal, dass für die Primarstufe der Bit ausreicht. Also der Evo kann auch noch, hat noch mehr Funktionen in einer Vielzahl an Sensoren noch. Gut, also wir haben unser Projekt vor allem mit dem Bit durchgeführt. Was ist denn nun so ein Osobot? Also für die, die ihn noch nicht kennen, ich glaube, wir haben ja heute lauter Expertinnen da, aber könnte ja durchaus sein. Und meine Begeisterung für den Osobot ist ja trotzdem ungebrochen. Also kann ich ja davon ein bisschen vorschwärmen. Der bewegt sich auf Linien und hat an seiner Unterseite Farbsensoren, die er dann auch verwendet, um diese Linie zu finden und natürlich auch, um Codes zu erkennen. Man sieht hier schon Punkte, die gemalt wurden, rot, blau und rot. Das sind schon solche Codes, die zum Programmieren verwendet werden. Ja, man braucht dazu, wenn man in der Klasse damit arbeitet, Papier. Helles Papier eignet sich am besten ein weißes. Dann Filzstifte, schwarz, rot, blau, grün, um zu programmieren. Wenn man es aber ausprobiert hat, kommt man drauf, man kann natürlich auch andere Filzstifte nehmen und der Osobot leuchtet dann schön auch in anderen Farben. Aber für die Programmierung sind einmal die Stifte ganz wichtig. Man braucht natürlich einen Osobot, möglichst mehrere, um gut in der Klasse arbeiten zu können und eventuell Klebepunkte, weil man kann diese Codes zeichnen. Man kann sie aber auch mit diesen ganz gewöhnlichen Klebepunkten aufkleben und meiner Erfahrung nach funktioniert das mit den Klebepunkten meist besser. Und als wenn man es zeichnet, wenn man zeichnet, muss man immer bedenken, dass man ein bisschen Abstand für die Codes lassen soll, sonst sieht man eben dieses Rot, Blau und Grün nicht. Und mit den Klebepunkten ist man da ganz flexibel und kann zuerst die Linien zeichnen und dann programmieren. Noch zur Osobot-Programmierung. Wie schon vorhin erwähnt, also es gibt da diese Codes, mit denen man dann diesen Osobot steuern kann. Langsamer werden, schneller werden, links abbiegen, rechts und so weiter, also in Richtungen, Geschwindigkeiten, kann man diesen kleinen Roboter programmieren. Man hat aber auch hier die Möglichkeit, eine visuelle Programmiersprache anzuwenden. Osoblockly ist das hier, das auch statt wie Scratch, also wer Scratch kann, kennt sich hier auch dann sofort aus. Und deswegen finde ich den Osobot auch sehr toll, weil man eben von dem Einfachen auch zu dem Komplexen übergehen kann und für alle Schulstufen etwas dabei ist und selbst dann auch in der Sekundarstufe 1 gut damit weitergearbeitet werden kann. Ja, so sehen die ersten Programmierversuche aus, die zumeist immer stattfinden, bevor wir dann unsere Projekte durchführen, damit die Kinder dann eingeschult werden, aber zu dem komme ich noch. Jetzt komme ich dann zu unserem Projekt. Wir haben uns überlegt, es wäre doch eine gute Idee, wenn wir einfach Geschichten erzählen, also Storytelling mit der Programmierung des Osobots verbinden könnten und sind eben dann auf die Idee gekommen, die Methode Tell, Draw and Code zu entwickeln oder wir benennen sie auf jeden Fall so, also als eine Lern- und Lehrmethode, die eben dieses traditionelle Geschichten erzählen mit moderner Technologie verbindet. Ja, man sieht hier schon also die Erzählkompetenzen mit den Zeichen- und Malkompetenzen und dann auch noch mit den mit der Codierung, soll dann als Querschnitt zur Förderung des Computational Thinkings führen, damit die Kinder dann wirklich problemlöse Strategien entwickeln sollten.
Und angewendet haben wir das in unserer märchenhaften Informatik, ein fächerübergreifender Programmierkurs zum Thema Märchen. Das Thema Märchen haben wir bewusst gewählt, weil es ein Thema sein sollte, das den SchülerInnen schon vertraut war, dass sie sich besser dann auch auf die Programmierung und auf die Aufgabe, die zu erfüllen war, konzentrieren sollten und sie nicht nur mit irgendeinem neuen Thema beschäftigen sollten. Ja, da haben wir als erstes gleich einmal das Rotkäppchen ausgewählt und die Aufgabe war es dann, nachdem man kurz einmal das Märchen natürlich erzählt hat und wie gesagt nach einer Einführung, wie funktioniert denn überhaupt das Programmieren mit Osobots, wurden kurz die Details von diesem Märchen besprochen, was denn da so Wichtiges ist und wo man denn wirklich Details einzeichnen könnte, die wichtig sind für unsere Geschichte und für die Programmierung natürlich. Die SchülerInnen sollten dann das Märchen Rotkäppchen oder den Weg des Rotkäppchens von zu Hause bis zum Haus der Großmutter zeichnen für den Osobot und dann bestimmte Codes einfügen. Also zum Beispiel beim Blumenpflücken ein bisschen langsamer werden. Wenn es den Wolf sieht, stehen bleiben, weil es spricht ja dann auch mit dem Wolf. Und dann vielleicht schneller weitergehen, aber da hatten sie auch ein bisschen Freiheit, wie sie denn hier die Codes dann noch einfügen, ob da vielleicht noch ein Zick-Zack-Weg dabei war oder eine Drehung, dass sie vor lauter Freude endlich am Haus der Großmutter angekommen sind. Und ja, dann, nachdem das gezeichnet wurde und codiert wurde, ich habe noch vergessen, die Schüler wurden auch in Gruppen eingeteilt, denn ein wichtiger Teil dieser Problemlösungsstrategien, um diese zu entwickeln, ist auch, dass sie dass sie die Thematik diskutieren sollten und auch versuchen sollten, wie sie zur besten Lösung kommen sollten. Und das hat auch ganz gut geklappt, dass sie da wirklich diskutiert haben, was brauchen wir, was müssen wir einzeichnen, welche Codes sind notwendig. Sie haben dann anhand der Codetabelle verglichen, wie schaut dieser Code jetzt aus fürs Stehenbleiben, fürs Gehen. Und am Ende, wenn sie das gezeichnet haben und auch kodiert haben, ist es dann die Aufgabe, das Märchen wieder nachzuerzählen. Da wird dann, also zuerst wird die Geschichte kodiert und durch dieses Nacherzählen wird dann die Geschichte also wieder dekodiert. Und da sollen eben diese Problemlösungsstrategien angewendet werden. Ja, eine gute Möglichkeit bietet dann auch noch, wenn am Ende des Märchens dieses Märchen gefilmt wird, denn dann kann man das nochmal den anderen Gruppen zeigen und noch einmal schauen, hat da alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, hier sieht man ein Beispiel, wie das Rotkäppchen von einer Gruppe umgesetzt wurde. Und hier habe ich noch ein zweites Beispiel mit drei verschiedenen Varianten. Also man sieht schon, man kann es auf verschiedene Arten je nachdem, wie viel Zeit auch übrig bleibt, das Ganze gestalten und es auch sehr in den bildnerischen Bereich natürlich ausweiten. Ich denke, so eine Kombination aus Erzählen, Lesen, Zeichnen, Schreiben ist ja gerade für die Primarstufe ganz, ganz wichtig. Gut, jetzt darf ich gleich an meine Kollegin übergeben, die die Expertin für Lesson Study ist und die wird euch das erklären. Dankeschön, Karin. Ich durfte dieses Projekt als Wissenspartnerin im Rahmen einer Lesson Study begleiten. Die Lesson Study ist eine Form der kollaborativen Praktikerinnenforschung, die das Ziel hat, das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu optimieren. Dies sollte im Projekt von Karin insofern bedeutsam sein, als das wirkliche Sichtbarmachen der kreativen Lernprozesse ein großes Anliegen war. In jeder Lesson Study wird zuerst der Lerngegenstand und der Lehrplan erforscht und es werden die theoretischen Hintergründe einer
eines Lernprozesses mit den Lehrpersonen diskutiert. Das ist sehr ausführlich und gerade auf der Basis des Computational Thinking gelungen, weil mit sprachlichen Prozessen, die ja auch Dekonstruktion und Rekonstruktion, wenn man eine Geschichte nacherzählt, erfordern, notwendig waren. Nach dem Plan in der Forschungsstunde wurde diese durchgeführt, von mehreren Personen beobachtet. Auch die Schülerinnen und Schüler wurden mit einer sehr kreativen Methode, die die Karin entwickelte, nämlich dem Fünf-Finger-Feedback zu ihren Lernerfahrungen befragt. All diese Beobachtungen und Ergebnisse wurden sorgfältig analysiert und reflektiert und in neuen Entwicklungen, in neuen Storytelling-Projekten mit Programmieren verbunden und so zu einem Konzept zusammengefügt, das Karin heute sehr ausführlich präsentieren konnte und das wirklich funktioniert, nicht einmalig, sondern auch generalisierbar ist. Wir konnten das mit der Lesson Study ausführlich erforschen, dokumentieren und auch zeigen. Karin, es geht für dich schon wieder weiter. Ihr solltet mich hören auch. Gut. Ja, also Claudia hat es schon erwähnt, also die Daten wurden gesammelt, nur ganz kurz, also Entwürfe der Forschungsstunde, Beobachtungsprotokolle und Reflexionsprotokolle. Welche Erkenntnisse kamen hier raus? Großes Interesse am Erlernen der Programmierung, also das war wirklich sehr gelungen. Dann die Begeisterung und Motivation erlebten wir in allen Klassen und nicht nur bei den SchülerInnen, sondern auch zum Glück bei den Lehrpersonen konnte diese Begeisterung auch erlebt werden. Die gute Zusammenarbeit, also die angeregten Diskussionen, das hat man wirklich ganz intensiv erlebt, diese Probleme da auszudiskutieren und welche Codes werden genommen. Die kreativen Werke, also die waren ja wirklich sehr, sehr nett. Ich zeige dann noch weitere Beispiele. Und auch hier, wie wir es auch im vorigen Vortrag gehört haben, war kein Unterschied hinsichtlich des Geschlechts. Also das war einfach bei allen Kindern gleiche Erfolge gesehen werden und auch die Programmierung wurde sofort durchgeführt und auch gekonnt. Ja, man kann jetzt nicht nur dieses Märchen nacherzählen. Eine andere Variante davon ist Geschichten selber erfinden. Das haben wir auch durchgeführt. Das war in einer dritten Klasse und da bekamen die Schülerinnen ein paar Wörter vorgegeben, wie bei einer Reizwortgeschichte, zum Beispiel Prinz, Drache, Schloss. Und die haben dann daraus tolle Geschichten kreiert und auch umgesetzt. Der arme Drache, der da an Corona leidet, also das war voriges Jahr ein ganz wichtiges Thema für die Kinder, das da eingebracht werden musste. Und gefilmt haben wir diese Geschichten dann auch. Eine andere Variante, die wir noch durchgeführt haben, Geschichten zu aktuellen Themen kodieren und dekodieren. Für eine Gruppe war es ganz wichtig, die EM da darzustellen und in Codes umzusetzen und haben da so ein Fußballspiel erfunden. Das Besondere war daran, dass wirklich tolle Fußballer dabei waren und gegen Superhelden gespielt haben. Und noch eine Variante, die mir selber auch so gut gefallen hat, wenn ich das jetzt so sagen darf. Wir haben den Gryffalo gemeinsam gelesen in einer dritten und ich habe es auch in einer vierten Klasse durchgeführt und dann die Geschichte von Gryffalo gezeichnet, kodiert, nacherzählt. Und da sind auch ganz, ganz schöne Werke rausgekommen. Gut, ein Beispiel darf ich vielleicht noch schnell herzeigen, weil wir jetzt gar nicht in der Zeit sind. Noch 5 Minuten. Okay. Oh, so. Jetzt habe ich, ich wollte dich lauter drehen, aber habe abgedreht. Jetzt hat es doch
und Wumpf in unserer Partnerin gibt es seit vielen Jahren das Suppenkrokodil. Der Tagesablauf war immer der gleiche und wurde von dem Krokodil jeden Tag wiederholt. Um 6 Uhr wurde es wach und ging gleich auf die Jagd, um sich ein Frühstück zu holen. Nachdem er satt war, war es bereits Mittag und es machte einen Mittagsschlaf. Wenn es wieder aufwachte, prallte die Sonne vom Himmel und es glitt in das Wasser, um sich abzukühlen. Das wiederholte sich jeden Tag. Ja, diese Stunde wurde von einer Lehrerin durchgeführt, die vorher noch überhaupt gar keine Erfahrung damit hatte und hat ganz, ganz tolle Beispiele da hervorgebracht und war auch sehr begeistert von diesem Einsatz des Programmierens. Und dann hätte ich noch ein Beispiel mitgebracht. An einem regnerischen Tag im November ging der Forscher Maxi T. durch die Otzobot Street. Als er am alten Haus der Familie Otzobot vorbeikam, entschloss er sich hineinzugehen, um das Haus von innen anzuschauen. Denn seit langem wurde erzählt, dass es in dem Haus spukte. Angeblich wandert der Geister Otzobot dann durch ein Zimmer. Als er durch die Tür kam, hörte er ein leises Jammern, das vom letzten Zimmer des Hauses kam. Es war ganz schön gruselig. Hier! Ah! Ein Geist! Schnell rannte er aus dem Haus und war froh, dass er wieder draußen war. Sein Erlebnis behielt er für sich. Ja, da darf ich gleich Werbung machen für unser Education Innovation Studio. Da gibt es dann auch die Materialien dazu. Ja, zum Fazit. Osobots eignen sich besonders für die Kinder im Primarschulbereich und besonders für einen fächerübergreifenden Einsatz. Man hat hier gesehen, wie viele Fächer hier zum Einsatz kommen. Deutsch, Werken, bildnerische Erziehung. Und lassen sich natürlich auch in Mathematik gut einsetzen, Mathematikunterricht mit den Problemlösungsstrategien gut einsetzen. Und erste Erfahrungen im Bereich der informatischen Bildung werden hier gemacht, ermöglichen neue Wege zur Kreativitätsförderung und üben eine wahnsinnige Faszination auf alle Beteiligten aus. Gut, dann darf ich mich noch für die Aufmerksamkeit bedanken und stehe gerne auch für Fragen zur Verfügung. Ja, ja, vielen Dank für den inspirierenden Beitrag, für die tollen Ideen. Das kam auch im Chat. Alle sind begeistert. Dankeschön. Wir würden das wahrscheinlich gerne morgen schon umsetzen. Schauen wir mal, wie das noch weitergehen wird. Ja, wirklich toll, auch das mit dem Märchen zu verbinden. Der letzte Videobeitrag war ja genial. auch die Idee mit dem Brüffelo, mein persönliches Lieblingsbuch. Also ja, vielen Dank. Ja, danke. Hat noch jemand eine Frage? Frage noch, könnten Sie den Link vom Studio in den Chat stellen? Ja. Wo Sie die Beispiele oben haben? Also da haben wir jetzt wahrscheinlich nur das Video